Ja, so. Da sind wir nochmal mit unserem fantastisch mittelmäßigen Deck. Du hast gesehen, wir haben gegen Grün-Weiß verloren. Ja. Was dich ja auch irgendwie schon ein bisschen zufriedenstellen sollte, oder? Ja, schön, dass du das nochmal so hervorhebst. Ja, es lag aber auch einfach daran, dass wir irgendwie. Haben wir nicht Müll gezogen in beiden Spielen? Ja, also im ersten haben wir nicht so gut gezogen. Da hätte es ein Land viel interessanter gemacht. Im zweiten, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob man dann nicht hätte zumindest eine bessere Chance Na, haben sollen. aber es waren keine super repräsentativen Spiele. Ich meine, ja, sein Deck sah super solide aus, aber es ist schwer zu sagen, wenn man selbst halt so wenig macht. Er hat jetzt auch nicht die brutal gut besten Sachen gemacht. Nö, hat er nicht, aber es sah sehr solide aus. Ja. Das ist halt das, was ich sage, dass wenn man Grün-Weiß draftet, wird man fast immer, auch wenn es nicht so gut läuft, ein solides Deck haben. Das Schöne an Grün-Weiß ist auch, dass die Removal trotzdem relativ gut sind. Also gerade mit diesen Outs auf die Enchantment-Removal und Ja. so dieses Exile-Target tapped. Ja, Du ist gar kriegst nicht so zwar nicht das schlecht. Beste, aber du kriegst was, was du auf jeden Fall gut benutzen kannst und was natürlich zusammen mit deinen guten Kreaturen auch gut funktioniert. Und da hast du ja gesehen, einmal Exiled kaputt gemacht, einmal Enchantment kaputt gemacht und das war Ja. das Removal, was er brauchte. Und wenn das halt deine Kreaturen so effizient sind, immer sehen, Ja, ja. ich lege mal den einfach, weil wir den online kriegen wollen. Und wenn wir jetzt irgendwas ziehen, was targetet für ein oder zwei, wollen wir es auf jeden Fall eher auf den Hopliten werfen, um ihn zu beschützen. Bevor jetzt unser Hoplit stirbt und wir danach mit so einem 2-1er da sitzen. Und den tauschen wir auch einfach, oder? Wahrscheinlich, ja. Du dürftest auch, also von mir aus musst du nicht so schlecht sehen. Ja, übrigens besagtes rot-schwarzes Schimmeldeck. Sieht doch gut aus. Jetzt dieses Ding, was... Oder war der erste Gegner nicht auch schon rot-schwarz? Ja, der hatte dieses Minotauren-Deck. Vielleicht hat der auch ein Tauern-Deck. Er hat das Impetus Suncaser-Deck. Der muss rein. Hier, jetzt dieses Ding, was Karten zieht. Ei, Wangel geht auch noch. Habe auf jeden Fall einen Langzeitplan. Na. Oh, jetzt diesen Typen, der diese Tokens macht. Den 5-Mana-Dude. Der Tributor. Ah, ja. Und dann geht's ab. Er hat sich im Race angemeldet, unser Gegner. Yeah, ist eine gute Kombination. Hat er sich mit nur zwei beschissenen Karten einen soliden 2-1er gebaut. Und wir bauen erstmal die Horny Turtle. Hoffentlich legt er da jetzt nicht auch irgendwas Gutes drauf. Gibt's hier nicht plus 2 plus 2 und bla? So ein 3-Mana-Enchantment? Aber wir haben ja eigentlich, also gegen solche Sachen haben wir eigentlich Removal im Deck. Ja. Müssen es halt irgendwann mal finden. Jetzt erstmal Evangel. Das ist doch mal eine Karte. Diese Monstrosity-Option imponiert mir jetzt nicht so ganz. Nö, aber einfach 4-5 ist schon einfach mal ein Haus. Jump ich bis zum Ende der Welt. Klar. Und noch viel weiter. Ja, 4 Token, gar nicht schlecht. Ne? 6 Mana, 5 Power. Geht besser. Aber ist ja, ich meine, ist ja effektiv 5, 8. Und das Schöne ist, der, selbst wenn er einen von denen 5-7 removed, meinst du, ne? ja, 5, 7. Und wenn er einen von denen removed, können wir immer noch irgendwie mit einem, so einem Gangrape den Ember Swallower töten. Deinem Gangrape. Nennt man das so, ja? Ja, Kids-Sprache. Sehe schon. Wir müssen ja auch, die Jugend wird ja immer jünger. Die Jugend wird immer jünger. Oh. Also, irgendjemand bekommt hier jetzt erstmal Hate. Na, Swallower und Swallow. Wie viel gibt's denn hier jetzt? 8. Gehen wir auf 7. Jetzt wäre sowas wie plus 2 plus 2 auf meine Kreaturen ganz nice. Naja. 7, ja, gibt's Massage mit allen außer dem und einem Token. Also dem da. Ne? Also die beiden lassen wir zurück. Ja.
Und dann kriegen wir zwei in der Luft. Wo eigentlich, na, da hätte nicht noch einer mehr angreifen können. Ja, aber wenn er jetzt einen removed, ich muss ja den blocken. Und wenn er jetzt einen removed, ich glaube, der eine Damage macht den Race nicht aus, weil na, okay. Wir nächste Runde die 10 Schaden nicht machen können. Wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Wir haben ja auch nur 4, 6, 10 auf dem Board. Und eine Kreatur müssen wir ja gegen den Swallow werfen. Der sieht auch mehr so wie ein 1-2 aus, oder? Was? Cool, so ein kleines Hündchen. Hä? Hast du mal gesehen, wie er da auf der Boden rumtrampelt? Ja. Steht er da nicht einfach auf einem Feld oder so? Also rein optisch gesehen könnte das Ding auch nicht größer sein als so ein halber Tisch. Hä? Das sind noch mindestens 60 Meter. Woran willst du denn das festmachen? Na, guck doch mal die Dreckstücken, die da rum. Ja, okay, du hast wenig Vergleich. Aber für mich ist der mindestens 6 Meter groß. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel... Wir haben nur Menschen auf dem Born. Ja, das ist ein bisschen... Ist halt von sehr, sehr weit weg fotografiert. Ja, es könnte halt auch sehr, sehr nah dran sein. Ja, vielleicht ist der mikroskopisch klein. Der Ember-Swallower? Ja. So, 5. Was hilft uns denn? Dieses Bounce-Ding wäre jetzt schon ganz nett, oder? Oh, Sigurd's Revenge. Oh, der Typ ist gut. Der ist gut, ja. Gut. Bam. Ey, du rippst aber auch wie Captain Rippo. Wahrscheinlich doppelblockt er den. Oder er macht einfach gar nichts. Er nimmt den Schaden an, als das, was er ist. Ist ja interessant. Sind wir jetzt tot? Also wahrscheinlich, aber von den Kartonen her geht's noch. Na, dann gucken wir mal. Inspired, okay. Weil jetzt machen wir immerhin einen 2-1er. Obwohl 2-1er machen auch ein bisschen gefährlich ist, weil... den kann er klauen mit diesem 3-2er. Aber er greift hier mit einem an. Na, dann machen wir das so und so und so. Und den machen wir auch noch, oder? Machen wir so? Ja, so finde ich sehr, sehr gut. Jetzt kann er hier irgendwie plus 1 plus 1 und Fast Track geben. Nächstes macht er. Er macht auf jeden Fall irgendwas. Also ich glaube, er hat irgendwas, was einem Power gibt. Weil sonst hätte das irgendwie nicht so ausgesehen, finde ich. Weiß ich nicht, aber anscheinend nicht. Krass, er ist ja... Er ist ein Tier, oder? Was kommt jetzt noch? Achso. Ah. Scry noch! Na gut. Was hätten wir gewesen? Was hätten wir gekommen? Ach, so gut. Okay, okay. Was halten wir von denen? Nicht viel, oder? So ein Hirsch? Nee. Gibt's denn irgendwas, was wir nicht wollen? Ist nicht alles relativ okay, würde ich sagen. Ja, du musst bloß einfach ein bisschen mehr Business ziehen als gerade. Okay. Challenge accepted. Bing. Ist es ein bisschen mehr Business? Es ist ungefähr genauso viel Business. Ich würde jetzt gern sagen, ich habe schon schlechtere Hände gehalten. Was auch natürlich stimmt, aber... Nein, man hält keine Sechslandhände. Es wurde mathematisch bewiesen, dass es nicht gut ist. Wirklich? Wo ja. Denn? Irgendwann mal irgendwo. Ich habe es gelesen, es hat Sinn gemacht, ich habe Kredit gegeben. Aber ich kann sie dir auch symmetrisch aufbauen, wenn du willst. Guck mal. Das ist wirklich sehr schön. Nein, die darfst du einfach nicht halten. Du wirst im Durchschnitt nicht genug Business ziehen, um das auszugleichen. Siehst na, du? Da ist sie doch viel besser. Na. Sie hat nämlich 100% mehr Hirsche. Aber du hattest doch vorher keinen Hirsch auf der Hand. Ja, Johannes, danke. Das hab ich, nee. Ja, doch, ich hab's gehört. Nee. Hier, wenn wir dieses Ding ziehen, was Karten zieht, ist das Spiel schon gewonnen. Ja, ist echt sweet mit so dicken Ärschen. Alles ist sweet mit dicken Ärschen. Das stimmt. Ja, wir sind doch schon vorne im Race. Hätten wir vielleicht so 3 Swamps spielen sollen? Nee. Ach. Vielleicht sollten wir sie reinbauen. Ich meine, gegen ihn ist doch die Mauer. So richtig schön langsam. Enchantment!
Naja, wenigstens haben wir mehr Elche als unser Gegner. Was soll er denn jetzt noch machen? Emboss Valor, prima. Siehst du? Das kleine Hündchen. Greif noch einfach an, oder? Ja, ja, gut schon. Ja. So machen wir wenigstens noch Damage. Und wenn er Smarty Pants ist, blockt er auch nicht. Nee, wenn er Smarty Pants ist, blockt er. Er hat auch Angst vor Pumpspells. Was soll denn bitte bloß 3 Power geben? Das weiß er ja nicht. Smart. So, ich muss sagen, unser Beatdown ist wahrscheinlich bald dem Ende gesegnet. Ja, aber dann gehen wir in Shields Up-Modus. Oh, okay. Nee. Ich sehe schon, jetzt packt er wieder diese Sache aus. Oh nein. Und ein Minotaurus? Fass einfach nicht. Der hält unser ganzes Board auf. Hä, gar nicht. Er wird doch gepinkt die ganze Zeit. Oh yes. Kann eine einzelne Person noch besser ziehen? Ich frage dich doch. Übrigens, also das ist jetzt glaube ich ein sehr schlechtes Argument, aber ich sag's trotzdem. Genauso haben sich meine blau-weißen Decks auch angefühlt, die beiden, die ich bis jetzt gedacht habe. Ja, aber das ist ja wirklich ein Premium-Exempel von schlechtem blau-weißen Deck. Also. Naja, aber ist es nicht einfach immer so? Nein, wie gesagt, wenn dieser 5-Mana-Typ, der Karten zieht, der ist viel, viel besser, als man denken würde. Hm. Auch wieder irgendwas? Ist eigentlich völlig Latte, oder? Völlig Latte, ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie er sieht wieder am Start als seine Combo. Titan-Taktik zwingen ja eigentlich den Minotaurer tot. Könnte nicht angreifen. Ja, okay. Ja, stimmt, der hat schon wieder die Combo. Ha! Oh, jetzt haben wir die Combo. Ja, da guckst du blöd. Ups, fast schon verklickt. Ey Mann, in Swamp wäre das alles viel besser gelaufen. Ja, aber weißt du noch, wie viel Spaß Extorten gemacht hat? Ja. Der Typ macht auch echt ähnlich viel Spaß. Wo sind die... Also, wenn Felix ein langsames Deck draftet, dann ist der auch meistens mit drin. Wo sind die schönen Zeiten geblieben? Ja. Und der, also wenn man mit dem das Game finisht, weil wenn er dann mal für 3 saugt pro Zug... Ja, das ist vorbei. Ist einfach Game. Das ist einfach Game. Und da meinst du nicht, wir sollten irgendwie so ein bisschen 3-4 Swamps spielen? Nee. Winkst die da raus, 3-4 Swamps rein? So schlecht sah es nun wirklich nicht aus. Ach, David, du bist aber auch... Siehst du, hätten wir jetzt einen Swamp gezogen? Der König der Insane Draws. So, aber jetzt ist auch Angreifen irgendwie nicht mehr so viel. Und wer macht uns wieder fertig? Der 2-1er Flieger. Was kriegt der? +2/+0. Ey, unsere Verteidigung ist gut. Nichts gegen unsere Verteidigung. Bam! Naja, immerhin. Der macht mindestens einen Vogel mit Triton Tactics. Das ist korrekt. Ich würde auch ziemlich behaupten, dass er in unserem Szenario maximal einen Token macht. Ja. Stimmt. Oh, jetzt kommen die dicken, harten Würste. Die dicken, harten Würste. Das stimmt sogar. Fuck, ey, der ist natürlich nicht so gut. Du musst irgendwie den Snarecaster auf die Hand bekommen. Damit du den wieder ausspielen kannst und den Worshipper tappen. Damit du dann den Worshipper enttappen kannst und dann einen Token hast. War absolut umwerfend. Der Gorgon hat es echt nochmal ganz schön eklig gemacht. Der Gorgon, ja. Ohne Gorgon sah es wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus. Ja, okay. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Aber sein rot-schwarzes Deck sieht ja eigentlich ganz solide aus, oder? Ja. Also halt nicht aggro, es ist halt so... Rot-schwarzes Qualitätsdeck ein bisschen. Ach so, interessiert ihn auch einfach nicht. Wie kann eine einzelne Person so umwerfen ziehen? Ja, noch ist hier nichts verloren, würde ich gerne sagen. Er macht aber auch konstant mehr als wir. Aber das vielleicht verführt ihn zu viel Sachen, ne? Weil wenn er jetzt mit seinen ganzen blöden Minotauren reinschlägt, können wir mindestens Triton Tactics gut benutzen.
sehr charmanterweise sind die auch alle drei hinten. So. Also. 4. Was hältst du denn von folgendem? Bam. 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 Wir machen das anders. Wir machen das so. Und dann stirbt. Dann stirbt der. Und der überlebt. Also Titan Tactics auf was immer der da zuerst tut. Ja. War wahrscheinlich die, das Herzchen. Und ja, der Scholar muss halt den Bach runtergehen. Okay. Und dann können wir immer einmal scryen, machen den Typen noch dicker. Und wenn wir es irgendwie schaffen, die beiden loszuwerden, haben wir immer noch nicht genug. Naja. Ich bin gespannt. Also kriegen wir erstmal immer nur die 2 Schaden und räumen 2 Minotaure. Aber also das muss man schon mal festhalten, dass das ja dafür, dass der erste Gegner auch rot-schwarz war. Also gut, er hatte wahrscheinlich einfach ein schlechtes Deck, aber dieses Deck hier gefällt mir ziemlich gut, was er da macht. Vaporkin. Vaporkin blockt. Kann den Typen blocken, ja. Reicht uns das aus? Das Problem ist, dass er dann vielleicht anfängt, mit dieser Gorgonenstress zu machen. Ja, aber du musst ja erstmal auch den Typen, musst ja sowieso blocken. Ja, wir gehen ja auf 7. Also die Frage ist, was wir erreichen wollen. Ich glaube nicht, dass uns das hilft, weiterzukommen. Ja, ich glaube, Vaporkin ist hier nicht gut. Es hilft uns vielleicht, den zu handeln, aber... Ach, Captain G hat ja überlebt. Ja, ja. Weg. Und der enttappt auch nicht nächste Runde. Oder? Halt doch, tut er. Die beiden, ja, ja, die beiden. Die ja. beiden Toten enttappen nicht. Genau. Ha, das habt ihr davon. Das ist jetzt auch so eine Sache zum Beispiel hier. Dieser Warcaller, der war in diesem Moment komplett unnötig. Und der Angriff hat einen irgendwie nur dazu verführt, schlechte Sachen zu machen. Ich hab hier noch Captain Griechenland Nummer 2. Oh. Oh, natürlich, natürlich. Sehr charmant. So, ja. Jetzt wird es offiziell problematisch. Na, jetzt musst du erstmal den Karten spielen. Oh, yeah. Naja. Naja, was? Wir kaufen uns einen Zug. Wir bouncen Hythonia? Na, mal gucken, was er macht. Nee, wenn er Hythonia, hier. Aktiviert? Monstrosity macht, können wir sie doch bouncen. Naja. Na, dann kriegen wir sogar 2 Züge. Oh, ganz frisch. Ganz frisch. Ganz toll. Ja. 3. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden also gehammert. Wenn Keranos wieder hat. Ah, das ist ein Bolt. Ja. Machen wir nicht viel, ne? Nee. Okay. Lassen wir ihn noch scryen. Wir wurden erfolgreich vermöbelt in unserem ersten Draft. Das lief nicht so gut, oder? Lief eher schlecht, aber ich bin immer noch nicht über das dritte Booster hinweg. Was da passiert ist, schien nicht richtig gewesen zu sein. Weil wir haben Signale ordentlich gelesen, gedraftet, wie man draften sollte. Aber meinst du nicht am Anfang, dass unser Vordermann weiß ist? Ja, wir haben ja auch, wir haben ja nichts mehr gesehen. Doch, also wir haben schon noch so ein Griptide bekommen und so ein Divine Verdict, glaube ich. Nee, ein Griptide, ein Captain Griechenland und... Das war's, glaube ich. Ja, es war nicht umwerfend, aber ich glaube, das war auch nicht zu erwarten. Naja. Ich glaube, Blau-Weiß ist einfach tot. Magic ist tot. Magic ist tot und damit ist auch Blau-Weiß gestorben. Lasst uns alle Hearthstone spielen, oder was? ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt natürlich gerne was zum Draftverlauf reinschreiben. Was hättet ihr gemacht? Was denkt ihr? Toffes Spielfedern, euer Take ons Format. Ob ihr auch findet, dass Reap What Is Sown Ancestral Recall ist. Und... wie viele Hirsche eine... Wie viele Hirsche braucht ein gutes Deck? Ja. Der Sweet Spot von Hirschen. Ich glaube, 3 ist schon gut. Ja, also so ein richtiges Hirschdeck. Okay, ja, bis zum nächsten Mal.